Grüße, so und nach dem ersten Teil geht's jetzt gleich weiter ohne Umschweife mit den Super Nintendo Teilen von S bis Z. S wie Samurai Showdown und gefühlt 90% aller anderen Super Nintendo Spiele, also wegen dem S wie Super. Derselbe Grund, warum zig N64 Spiele auf 64 enden mussten. Wie kreativ! Samurai Showdown ist ein richtig schöner Retro-Prügler, wo man auch wieder sich so richtig mit seinem Kumpel die Fäuste ins Gesicht schwingen lassen kann. Und die Schwerter. Wie soll ich sagen, es kommt so ziemlich gut rüber, dieses mittelalterliche Japano-Setting, und es macht unheimlich Spaß, seinen Kumpel einfach mal wegzuschlitzen. Der Brutalitätsgrad geht, es gibt ein paar derbe Finisher, aber die unterstreichen die ganze Sache eher noch. Mir hat's immer Spaß gemacht, ich habe auch die Comp-Engine auf der Wii, da gab's ja nochmal eine ganze Sammlung von den Titeln. Secret of Evermore. Da gibt es ja immer diesen leichten Streit zwischen den Fans von Secret of Evermore und Secret of Mana, welches von diesen beiden Spielen das bessere ist. Mir hat Mana immer besser gefallen, aber es sind beides grandiose Spiele und wer die Gelegenheit hat, mal diesen Titel zu spielen, der sollte es auch dringend tun. Denn es lohnt sich wirklich. Klar, die Atmosphäre ist manchmal ein bisschen düster. Ich bin da schwerer reingekommen, aber das gehört zur Atmosphäre dazu und es lohnt sich auch, da rein zu investieren, denn wenn man dich einmal von dieser Atmosphäre gefangen lässt, ist es grandios, auch dieses Zwillingswelten-System zwischen düster und hell und so weiter. Wunderbar, muss man einfach mal spielen. Wie gerade angekündigt, nun Secret of Mana. Ich habe es früher als Kind geliebt, ich liebe es heute noch. Ist einer der besten Rollenspiele, die mir je begegnet sind. Ich liebe da jeden einzelnen Gegner und habe den abgefeiert, also ganz legendär natürlich das Pogo Puschel. Man kann es insgesamt zu dritt spielen, also einfach noch zwei Kumpels schnappen und ihr erlebt eine wirklich gute Zeit und eine Reise in ein schönes Fantasyland. Ja, Shadowrun, ein Spiel für richtige Männer. Man spielt in einer Science-Fiction-Fantasy-Cyberpunk-Magiewelt einen Runner. Runner sind praktisch Schläger oder Auftragsmörder, Söldner, ich würde mal sagen Söldner, die bestimmte Aufträge übernehmen, Päckchen von A nach B bringen, Personen umlegen und so weiter. Und dieses ganze Setting wurde in das Spiel reingepackt, in eine Art Rollenspiel mit Rätselelementen, sind auch ab und zu mal mit dabei. Also wirklich super gut gelungen, wenn man mal die altgebackene Grafik hinter sich gelassen hat, dann macht das Spiel wirklich extrem viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Oh, SimCity, auch ein weiterer großer Klassiker. Ich habe ja gesagt, bei S, da geht's richtig los, auch wenn gerade mal kein Super davor steht, also kein Super SimCity. Das Spiel hat echt eine alte Grafik, man sieht's wirklich nur aus der Ego-Perspektive, von der Schräg-Oben-Perspektive oder Vogelperspektive und setzt nur Gebäudeblöcke. Es ist total minimiert, man legt mal eine Stromleitung und so weiter und eine Straße, man baut ein Kraftwerk, aber wie soll ich sagen, das Spiel motiviert ungemein, trotz der simplen Grafik. Man fühlt sich einfach gut, wenn seine Stadt wächst. Ich weiß, wenn man sich heute SimCity so ansieht, wie geil das heute aussieht, da will man das alte Zeug fast gar nicht mehr spielen, aber ich kann euch versichern, es macht genauso viel Spaß, es ist genauso motivierend. Wirklich ein gutes Spiel. Starwing! Die meisten Leute kennen vielleicht noch Lighted Wars auf dem N64, das war der Vorgänger. Klingt auch bereichlich besser als Lighted Wars, aber im Prinzip macht man das gleiche, man fliegt auf Schienen mit einem Kampfjet durch die Gegend und schießt Gegner ab und kommt ab und zu mal zum Endgegner und ballert den weg. Ist nicht ganz so spektakulär wie die N64 Teil, aber ich muss auch sagen, ich habe es jetzt After the Fact gespielt und konnte mich davon also nicht so beeindrucken lassen wie früher, wo es direkt rausgekommen war. Da hat es ja wirklich beeindruckt von der Grafik her. Ist ein guter Titel, würde ich aber jetzt nicht als Top-Titel einschätzen, aber es liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich es halt nachgeholt gespielt habe und nicht wirklich, wo es rauskam. Street Fighter Alpha 2. Eben eine von vielen Street Fighter-Varianten. Bei mir war immer Street Fighter 2 und Street Fighter 2 Turbo die Könige. Die waren vom Spielerischen bei mir am besten angesiedelt. Alle anderen Teile danach habe ich nur marginal gespielt. Es ist halt mehr Street Fighter drinnen mit mehr Kämpfern und was weiß ich nicht alles. Habe ich jetzt nicht so intensiv gespielt, aber ist sicherlich ein guter Titel. Kann ich nicht so viel dazu sagen. Wie gesagt, der König ist für mich immer noch Street Fighter 2 und Turbo. Stunt Race FX ist ein Rennspiel, ach ja klar, steht auch Race im Titel, allerdings ist es wirklich mit so kleinen knuffigen Autos, die man über kleine 3D-Strecken schiebt. Wir alle wissen, der Super Nintendo war nun keine richtige 3D-Konsole, auch wenn man das mit gewissen Chips auch ein wenig ausbessern konnte. Allerdings merkt man diesem Spiel doch deutlich an, dass man da mehr wollte, als man erreicht hat. Es macht durchaus Spaß, ich fahre damit gerne auch mal ein, zwei Runden. Aber ich finde immer, das ist halt so dieser Frühstart von 3D-Technik gewesen bei Autorennen.
Sunset Riders, das Cowboy-Spiel auf dem Super Nintendo. Ich weiß, da gab es vielleicht noch ein paar mehr, allerdings ist das der größte Spaßbringer hier für mich gewesen. Richtig arcade-lastig ausgelegt, man nimmt einen Cowboy und schießt alles weg oder nimmt seinen Kumpel noch damit dazu. Je nach Cowboy hat man unterschiedliche Waffensysteme und ballert sich einfach strikt durch. Je nach Schwierigkeitsgrad von knackig bis super einfach, aber es ist auf jeden Fall immer ein Spiel, was Spaß bringt. Zwar nicht so großartig wie manche anderen Titel im Super Nintendo-Zeitalter im Multiplayer waren, aber trotzdem vorne mit dabei. Super Ghouls and Ghosts ist ein Titel, der seit ungefähr ein Jahr bei mir da liegt. Ich habe auch schon mal Probe gespielt, aber nur die ersten beiden Level. Da hat mir das Spiel tierisch in den Arsch getreten. Ich finde, es ist ein ausgezeichneter Titel und ich werde mich mal mehr reinstressen, wenn ich mehr Zeit habe. Aber aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads brauchst du doch mal einen Urlaub oder ein gutes Wochenende. Ist ein guter Titel, kann ich eigentlich jetzt schon sagen, auch wenn ich nicht so intensiv mit dabei war. Bloß der Schwierigkeitsgrad hätte es ein kleines bisschen weniger, hätte auch gut getan. Super Mario All-Stars, was soll man noch dazu sagen? Jede Menge Super Mario Titel, die wirklich super sind, in ein Modul gepackt. Lohnt sich wirklich, ist heute auch gar nicht mehr so günstig zu kriegen beim Flohmarkt oder wo auch immer. Kann ich aber nur empfehlen, wenn ihr es günstig seht, euch mitzunehmen, weil wie gesagt, ihr kriegt mehrere klasse Spiele auf einmal. Mein Favorit war da immer das Super Mario Bros. 3, der Battle-Modus. Das war immer mein ganz großer Favorit. Super Mario Kart, also der Urvater, ohne Anhängsel, ohne 64, ohne Double Dash oder Wii hinten dran. Es ist einfach nur Super Mario, spielt sich heute noch wirklich gut, wenn man sich mal drauf einlässt. Ich habe es ja letztens mal wieder mit Tanakai in einem kleinen Let's Play gemacht und habe mich dabei echt dämlich angestellt, aber ich kann euch trotzdem mal verlinken. Das Seltsame bei Mario Kart ist ja immer, dass keiner also sagt, dass alle Super Mario Teile richtig gut sind. Die meisten sagen ja, der 64 war scheiße oder der Super Nintendo Titel war scheiße, aber jeder liebt Mario Kart, aber meistens nicht mehr als ein, zwei Titel. Super Mario World, einer der Titel, wo ich sagen würde, dass einer der besten Spiele aller Zeiten. Neben vielen anderen auch. Ja, als Retro-Fan ist man ja ziemlich offen, da sagt man, das ist das beste Spiel aller Zeiten, das ist es. Aber wenn man wirklich mal die drei Top-Spiele rauskristallisieren sollte, fällt es den meisten noch ziemlich schwer. Der erste Auftritt von Yoshi im Jump'n'Run ist ein wirklich extrem gutes Spiel mit sehr vielen Ideen drin, aber das kennt man ja von den Mario-Spielen. Also viele Ideen sind immer drin, außer jetzt so diese ganzen Aufgüsse von New Super Mario Bros. Aber die lassen wir mal außen vor. Also Super Mario World, klasse Spiel. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Das Spiel spielt sich anders als Super Mario World 1, weil man ja diesmal als Hauptcharakter den Yoshi hat, der das Baby beschützen muss, also Baby Mario. Spielt sich deswegen von der Steuerung ein bisschen anders, auch von den Elementen her, wenn man ja Yoshi mit der Zunge hat, der die Gegner an Eier saugen kann und so weiter. Ist wirklich super gutes Spiel, sieht auch heute noch klasse von der Grafik her, also vom Grafikstil. Kam bei mir aber vom Gefühl her nie an Super Mario World 1 ran. Entschuldigung für die Leute, die das anders finden, aber mein persönliches Empfinden ist halt so. Super Tennis. Als ich mein erstes Video zu meiner SNES-Sammlung hochgeladen hatte, sagte ich ja, ich finde Jimmy Connor Tennis einfach klasse und bekam drauf gleich ein paar Kommentare von den Jungs von Gradgeek TV. Sie meinten ja, Super Tennis ist in ihren Augen das bessere Spiel. Gradgeek TV beschäftigt sich hauptsächlich mit Tablets und Smartphone-Anwendungen, Games und so weiter. Ich selbst besitze zwar weder das eine noch das andere, schau aber trotzdem immer mal wieder rein. Ich gebe euch auch gleich mal den Link, denn ich denke, die Jungs freuen sich auch mal über einen Besuch. Aber ich sage zurück zum Thema, nein, ich finde Jimmy Connor ist das bessere Spiel. Sorry Jungs. Jimmy Connor rules. Syndicate, ein echt abgefahrener Titel, der seinesgleichen sucht. Also jedenfalls vom Spielprinzip her. Man steuert meistens ein bis eine ganze Gruppe von Leuten, die Missionen erfüllen. Dann kriegt man wieder Mittel, um seine Person aufzurüsten, bessere Ausrüstung zu machen, mehr Missionen zu erledigen. Also man muss auch strategisch mitdenken und gleichzeitig auch noch Echtzeit strategisch agieren. Wirklich ein super Titel, braucht man aber auch Zeit, um sich rein investieren zu können, um das wirklich mal zu bereisen, das ganze Spiel. Nicht so einfach der Einstieg, aber es lohnt sich. Schon allein wegen abgefahrenen Setting und den Cyberpunk-Elementen. T wie T. Auch hier ein weiterer großartiger Titel, Terra Enigma. Also ihr seht schon, Rollenspiele gab es damals zuhauf auf den Super Nintendo und die haben sich auch alle wirklich gelohnt. Dies ist ein Titel, der düstere Atmosphäre besitzt. Allerdings, man fühlt praktisch, wie die ganze Welt mitwächst, man muss die Welt wieder erwecken, man kommt praktisch aus der Unterwelt und erschafft die Erde. Interessante Thematik, hat auch viele traurige Szenen mit dabei, aber allesamt sehr, sehr stimmig.
Manche sind noch nicht für Jugendliche und Kinder leicht zu umreißen, sag ich mal. Also was heißt Jugendliche, so bis 10, 12 Jahren. Ich habe damals nicht alles kapiert, was da vorgefallen ist. Jetzt sehe ich das Spiel mit anderen Augen, aber es ist immer noch ein Top-Titel. Tetris und Dr. Mario, muss ich jemand jetzt wirklich Tetris erklären? Ich denk's eigentlich nicht. Ein Block fällt von oben runter, wenn mehrere Blöcke zusammenkommen und wenn keine Lücken entstehen, lösen sich die Klötze gegenseitig auf und man kriegt Punkte dafür. Dr. Mario verfährt nach einem ähnlichen Prinzip, auch wenn nicht genauso. Nintendo hat sich damals entschieden, beide Titel zusammen auf einem Modul rauszubringen. Ich weiß gar nicht, ob sich das so dermaßen gut verkauft hat. Ich hatte immer Spaß damit, vor allen Dingen gegen einen menschlichen Gegner im Battle-Modus. The Lost Vikings ist eine Mischung zwischen Rätsel und Adventure. Man hat drei Wikinger, jeder von den drei Wikingern hat unterschiedliche Eigenschaften und alle Eigenschaften braucht man, um Rätsel zu lösen. Die sind nämlich von Außerirdischen entführt worden, also auch noch eine abgedrehte Story kommt dazu. Macht durchaus richtig viel Spaß, man muss bei manchen Dingen aber schnell reagieren und gut mitdenken können, aber hey, das kriegt man schon hin, also der Titel lohnt. The Magical Quest Mickey Mouse. Ja, auch ein Titel, den ich erst seit kürzeren habe und noch nicht mich da so reinfuchsen konnte. Von der Grafik her passte schon mal und vom Sound auch und vom Spielerischen steuert sich eigentlich recht gediegen. Wenn man mal was anderes haben will als Super Mario, die es ja ständig auf dem Super Nintendo gab und wirklich alle großartig sind, aber wenn man mal eine Abwechslung braucht, ich denke, das ist das Richtige. Turtles in Time, einer der besten Spiele auf dem Super Nintendo, also meiner Meinung nach, wo man richtig auch Fun mit seinen Kumpel haben kann oder mit seiner Kumpeline oder zwei Kumpelinen zusammen. Man rennt als Turtles durch die Gegend und verdrischt einfach alles, was daherkommt. Und das macht einen Mords Gaudi. Ich rate aber von dem fiesen Remake ab, was vor der Zeit mal rauskam auf der Xbox. Mein Gott, das war so schlecht. Nein, lieber das Original zocken. Die Musik ist geil, die Animationen sind richtig schön gemacht und es kommt wirklich super rüber, das Spiel. Und wie gesagt, der Fun-Faktor ist exorbitant, auch für Nicht-Turtle-Fans. Und schon wieder die Turtles. Diesmal Turtles Tag Tournament Fighters ist eine Art Kopie von Street Fighter. Man hat sogar so eine Art Dollstiel mit langen Armen und langen Beinen. Das erinnert alles an Street Fighter, ist bloß ein bisschen schneller und es gibt solche fantastischen Supermoves. Für Turtle-Fans ein gutes Ding, aber ansonsten auch so ein gutes Spiel. Es kommt aber nicht ganz an die Klasse von Street Fighter ran, also so empfinde ich es jedenfalls. Buchstabe U wie Wii U oder Uni Rally. Dieses Spiel ist eine Art Achterbahnrennen mit einem Einrad. Ich habe es leider nicht so doll und intensiv gespielt, ist aber ein richtiger Spaßbringer und man kann richtig gut Rekorde damit aufstellen und sich mit Gegnern battlen. Man muss sich das Ganze ein bisschen vorstellen wie Line Rider, bloß dass man halt das Fahrzeug steuert und nicht die Linien vorzeichnet. Aber es ist ungefähr das gleiche Spielprinzip und Spielgefühl. Utopia. Man könnte es einfach beschreiben als SimCity in der Zukunft. Man hat eine Kolonie, die baut man hintereinander auf und probiert, dass die Kolonie wächst. Dabei wird man natürlich von unterschiedlichen Problemen behaftet und muss diese lösen. Ist ein wirklich witziger Titel, leider ist die Grafik hier echt mal altgebacken und da kommt man wirklich schwer rein. Aber es ist wirklich einer dieser Titel, wo ich mir mal wieder eine Fortsetzung wünschen würde. Nach all den Jahren. W wie Warlock. Ich habe keine Ahnung, was Warlock eigentlich ist. Es ist klar, es ist ein Action-Jump'n'Run. Es sieht aber aus wie eine Filmumsetzung von einem Film, den ich nicht kenne. Und damals waren Filmumsetzungen nur wirklich schlecht. Und dieses Spiel ist wirklich mies. Also, meinem Empfinden nach. Man rennt mit einem Typ in der Kutte durch die Gegend und versucht, über Hindernisse zu springen und Gegner auszuschalten. Allerdings ist die Steuerung sau schlecht und diese Ereignisse wie Gegner kündigen sich immer ganz kurz davor an. Deswegen ist es nicht wirklich gut spielbar. Und wie zur Hölle, oder warum eigentlich, sind Hunde da Gegner? So kleine Hunde, die auf dem Feld langrennen, man denkt nicht Böses und dann beißen sie dich. Also ich mag das Spiel nicht, aber mich würde echt mal interessieren, wenn das jemand weiß, ist das wirklich eine Filmumsetzung? Ich vermute es ja nur. Weapon Lord. Ich habe ja mal ein Let's Play davon gemacht und habe mir mal alles angeguckt und fand irgendwie, es ist jetzt nicht so ein Top-Titel gewesen. Habe aber bis dahin noch nicht verstanden gehabt, dass es ein ziemlich intensives und tiefgängiges Konter- und Angriffssystem hat. Aber wie sollte ich das denn auch ahnen? Ich habe es einfach mal für, ihr seht es ja auf der Packung, für 9,99 € mal gekauft, reingelegt und habe gesagt, mein Gott, ist nicht so geil. Ich finde die Grafik und das Setting sehr schön, das kommt gut rüber. Allerdings, wie gesagt, wenn man sich da nicht mehr oder intensiver damit beschäftigt, denke ich mal, macht es nicht so einen großen Spaß. Guckt euch das Let's Play an, vielleicht teilt da meine Meinung, vielleicht ja auch nicht. Wing Commander und Wing Commander The Secret Story sind auf dem PC wirkliche Top-Titel gewesen, auf dem Super Nintendo aber nicht wirklich gut umgesetzt, weil es fehlen diese ganzen cineastischen Zwischensequenzen.
Deswegen habe ich das Spiel auch nur mal kurz angetestet, habe auch das Secret Story angetestet, bin durch die Gegend geflogen, hat Spaß gemacht, aber ich denke mal, diese ganze Faszination von dem Titel, wie er auf dem PC war, ist mir dabei ein bisschen entgangen. Ansonsten sage ich mal, gutes Spiel, aber nicht so herausragend wie auf den anderen Plattformen. Also, PC. World League Basketball. Ist ein Basketballspiel auf dem Super Nintendo, wie der Titel ja schon sagt. Ist in 3D gehalten, für Super Nintendo Verhältnisse also trotzdem gut gemacht. Und es bringt auch sehr viel Spaß. Jedenfalls hat mein Bruder das Spiel ziemlich viel Spaß gemacht, weil ich ja nicht der größte Basketball-Fan bin. Ich gehe ab und zu mal Basketball selber spielen, aber auf Konsole ist es eher nicht so mein Ding. Aber er hat es damals wirklich geliebt und deswegen vertraue ich mal auf ihn und sage, hey, Bombenspiel. WWF Royal Rumble. Bevor die ganzen THQ-Titel rauskamen, wie zum Beispiel NWO, VS, WCW und so weiter, auf dem N64 waren das die Top-Titel, oder das war der Top-Titel in Sachen Wrestling. Vor allen Dingen lustig waren die Matches, wo man zu sechst praktisch im Ring war und sich gegenseitig rauswerfen musste, also der sogenannte Royal Rumble. Zudem konnte man auch mal hier den Schiedsrichter vertrimmen, was unglaublich viel Spaß gebracht hat. Ein super Titel, der richtig Spaß bringt, heute vielleicht ein bisschen angestaubt wirkt, aber ich würde jederzeit doch noch gerne mit einem Kumpel mal zocken. Z, wie das einzig wahre Zelda A Link to the Past. Ich habe das ja schon ein bisschen behandelt in meiner Zelda-Historie, allerdings will ich es jetzt nochmal besonders loben. Hey, das ist einer der besten Zelda-Spiele, die es jemals gab. Zelda sind sowieso einer der besten Spielereien, die es gibt. Sollte man wirklich in seinem Leben mal gespielt haben, klar, es wird nicht für jeden was sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einem gefällt, liegt wahrscheinlich bei 95%. Es ist voller Rätsel, voller Action, voller Fantasie und guter Ideen. Sollte jeder mal in sein Leben gespielt haben. Ich weiß, ich sag das jetzt zum zweiten Mal gerade eben, aber hey, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Wirklicher Top-Titel. So, das war meine gesamte NES-Game-Sammlung, aber die Sammlung steigt ja stetig weiter, denn es gibt noch so viele klasse Titel, die ich auf den Konsolen nicht habe. Aber insgesamt lässt sich echt sagen, der Super Nintendo ist eine verdammt heiße Kiste. Das nächste Mal ist meine SNES-Sammlung dran. Oder doch die vom N64? Oder GameCube? Oder Wii? Oder Dreamcast? Nein, warte mal. Master System? Nein, Game Boy? Ach, was sag ich? Doch lieber DS? Oder doch nicht? Ich komme wieder.